Jede Seele vermag Hand an den Gott des Todes zu legen. Wir aber weilen nicht unter den Lebenden. Und was von unseren Kräften bleibt, soll euch stärken. Klingt nach dem Plan. Die anderen Götter stellen sich ihm entgegen. Doch nur ihr werdet ihm den Todesstoß versetzen können. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, werden wir schon hinkriegen. Maltael hält viele Geister hier gefangen. Drei Patriarchen, die von seinen Seelenerntern getötet wurden, sind ebenfalls hier. Schon gesagt. Wir kämpfen gegen Maltaels Kontrolle an. Aber ohne Erfolg. Patriarch, als ich euch zuletzt sah, wart ihr am Leben. Maltaels Seelenernte haben mich und drei der anderen Patriarchen getötet, als sie Ivgorodd attackierten. Ja. Doof gelaufen, würde ich sagen dann, ne? Guck mal, was das hier ist. Portal anscheinend. Nephalem. Der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Kommen wir ein bisschen spät dran. Ey, der Schuft erzählt was und ich kann es nicht hören. Keine dieser Festung wurden. Toll. Hast du irgendwas gehört? Geflügelte Mäuschenmörder. Der Sturm bricht los. Ah ja. Das ist aber auch ein Dämon hier. Wo ist der Schatzgoblin? Da hinten. Wow, schnell hinterher. Der haut mir sonst gleich echt noch ab. Zack. Ich krieg dich. Und ich hab dich gekriegt. Habe nicht genug Geisteskraft. Oh, da gibt's sogar was Interessantes. Bam. So. Jetzt mal gucken, was wir hier so Schönes haben. So, den müssen wir noch eben hier erledigen. Ach, komm, noch mehr so. Viecher an hier. Was soll denn das? Ich brauche Geisteskraft. Wo habt ihr das jetzt? Ich will jetzt meine Waffe hier angucken. Was haben wir denn da Schönes? Bing. Das ist aber auch ein Zweihänder, ne? Aber der macht einiges mehr Schaden. Also insgesamt dann, ne? 256 bis 303 und der andere macht nur 130 Schaden. Und bis Dingens Geschicklichkeit. Und dafür ist da Vitalität drauf. Ja, der macht dann Blitzschaden. Erfahrung pro. Dann plus 280 Donnerschaden. Erfahrung pro getöteten Gegner. Mehr. Tja. Das sind schon. Wobei, wenn man unten sieht. Angriffe pro Sekunde. Ups. Wollte ich das eigentlich mehr. Kann ich mir das jetzt hier. So, mit X vergleichen. Weil da unten steht ja noch was. Warum sehe ich jetzt, ob das eine Zweihandwaffe ist? Ah, jetzt kann der aber noch was anderes in die Hand nehmen dafür. Ja. Also ist ganz klar. Wir nehmen hinterher den hier. Wobei habe ich jetzt nur eine gute Waffe. Die andere ist ja schrottiger Schrott. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas Schönes hier finden. Ein Buch. Sie bezeichnen mich als Helden. Unzählige Dämonen habe ich getötet. Schlachten gewonnen. Belagerungen durchbrochen. Alles vergebens. Ich weiß, dass dieser Krieg keinen Sieger haben kann. Denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Hyrael versteht das nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ruhm des Kampfes. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern. Doch noch ist dieser Tag fern.
Wo ist eigentlich mein Schuft? Irgendwie fehlt der hier gerade. Ist das? Na, jetzt gucken wir durch. Könnt ihr auch eventuell eine Waffe schmieden lassen. Beim Schmied. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Sollte ja dafür genug Materialien und so haben. Eigentlich mal durch meine legendäre da schon. Oh, was ist legendär. Keine Ahnung, ob die legendär ist oder nicht. Aber die, die orangene wegwerfen sollen, die eine. Aber vielleicht kriegen wir ja noch mal eine schöne orangene Waffe hier. Aber wenigstens was schönes Gelbes wäre gut. Ah, da haben wir eine Truhe. Naja, ein Schild. Kann ich ja glaube ich auch tragen. Geht weg hier. Ah, da ist noch ein gelber Gegner. Der kann mir doch mal eine schöne... Am besten auch noch eine orangene Einheitswaffe fallen lassen. Droppen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Nicht genug Geisteskraft. Okay. Dann hauen wir halt so drauf. Na. Ich habe keine Sekunde an uns mir aber zu groß schlechtig aus. Aber das Schild ist auch nicht schlecht. Für die zweite Waffe geht es auf jeden Fall nicht. Dann hier? Ne, macht er nicht. Nein. Aber hier mit Schild? Hä? Doch keine Einhandwaffe. Woran sehe ich das denn? Muss ich irgendwo sehen. Ich hatte, wenn der Einhand, weil er dich nur mit einer Hand jetzt festhält. Vor allem lässt sie ja auch hier. Ah, jetzt okay, klar. Hat sie die ganze Zeit auf dieselbe Hand getan. So. So macht das eher Sinn. Da ist irgendwo der Schatzkoppeln. Verdammt. Gucken, was der jetzt noch fallen lässt. So. Den können wir nicht kommen lassen. Ja, weit kommt er eh nicht. Ah. Puh. Schon gedacht, der entkommt mir jetzt doch. Okay, aber erstmal mal hier gucken. Hier war nämlich noch ein Buch oder so. Da ist ein Tourister. Da. Mann, weg. Es muss noch andere geben, die einen Ausweg aus dem ewigen Zwist suchen. Engel und Dämonen, die sich von unserem Schicksal versklavt fühlen. Ich kann nicht der Einzige sein. Und so weiß ich, was es zu tun gilt. Ich werde all jene finden, die des Krieges müde sind, und sie anführen. Achso, das war jetzt der, der Sanctuarium gegründet und erbaut hat. Hatte ich jetzt gar nicht so am Schirm, dass der das war, der da gesprochen hat. Weil ich mir den Namen nicht so ganz gemerkt habe. Mit dem Schild ist natürlich ganz nett, aber macht natürlich auch nicht so viel Schaden, ne? Zack. Aber ich kassiere natürlich auch keinen Damage. Aber das ist ja eine für sich nicht so mein Problem gewesen bisher. Also. Aber Geschicklichkeit, Vitalität hat er dann schon ganz nett. Ich kehre in die Stadt zurück. Gehen wir mal zurück. Tun uns auf jeden Fall schon mal den Rubin da raus. Entfernen. Hiervon. Tja. Müssen wir mal hier hingehen. Den Rubin. Kommt auf die angelegte Waffe. So, eben gucken. Gibt es hier irgendwo ein nicht lohnendes Upgrade? Wenn er schon guckt, ne, ist schon nicht bitter.
Stärke. Leben pro Sekunde, das war ordentlich, ey. Auch hier alleine, ne? Vitalität. Da ist nicht so viel mehr. Lassen wir es sein. Das bringt nichts. Das hier könnte interessant sein. Aber kann ich gar nicht tragen, nur der Barbar. Ehrlich gesagt, kann ich kaum glauben. Das kann also verkauft werden. Das kann verkauft werden. Das. Das sowieso. Das. Kann ich ja nicht tragen. Ja. Es macht halt weniger. Nicht sehr viel weniger Schaden. Komm, verkaufen wir das alles. Reparieren kann ich aber eben noch. Zack. Und dann schauen wir mal eben. Da oben sind ja noch ein paar Stories, die sie uns erzählen. Der Schmied selber auch. Das ist der falsche Hammer, Bursche. Ich brauche den großen. Klar. Entschuldigung. Und ihr Freund seid bitte ganz still. Nicht ein Wort will ich hören. Ich wollte Bryson lediglich ein paar aufmunternde Worte mitgeben. Ihr lenkt meinen Lehrling ab, obwohl er alle Hände voll zu tun hat. Nicht mit mir. Bursche, wo ist der Hammer? Ja, geht doch. Jetzt kann der auch da bleiben, der Bryson. Schauen wir mal noch, was die hier so zu erzählen haben. Falls ihr meine Kinder seht, dann sagt ihnen bitte, dass sie mit dem Spielen aufhören und nach Hause kommen sollen. Abendessen ist fast fertig. Das werde ich. Naja, hoffen wir mal, dass es die Kinder überhaupt noch gibt. Also, dass sie leben. Ich weiß, dass ich mich hier in Westmark nützlich machen kann, damit sich die Leute erholen und der Alltag wieder einkehrt. Jeder muss da helfen, wo er kann. Doch würde ich auch gern an eurer Seite in den Ebenen des Wahnsinns kämpfen, wenn ihr mich braucht. Also, theoretisch kannst du immer helfen. Aber ich kann dich gar nicht mitnehmen. Endlich habe ich euch gefunden, Leutnant Derrick. Ergibt ihr euch oder wollt ihr erneut wegrennen? Ich komme mit. Ich bin kein Feigling. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Lasst ihn in Ruhe. Er ist ein guter Mann. Er hat mir das Leben gerettet. Er hat gute Männer sterben lassen. Er ist ein Deserteur und ein Krimineller. Morgen wird er tot sein. Ich bin mit mir im Reinen. Vielleicht konnte meine eine gute Tat, dass ich euch das Leben rettete, meine Missetaten wegmachen. Ihr seid ein guter Mann. Vergesst das nicht. Ups. Meine Visionen verdunkeln alles. Ich kann ihnen nicht entkommen. Ich habe vor, Westmark zu verlassen und die Einsamkeit zu suchen, weit entfernt von der konstanten Gegenwart des Todes. Manche würden meinen Zustand als einen Fluch bezeichnen, und manchmal erscheint er mir auch so. Doch vielleicht stimmt das nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Da ist nichts mehr drin, schade. Ich habe nie in Erfahrung bringen können, weshalb Rakis sein Königreich gerade hier gründete. Er muss einen guten Grund gehabt haben, nicht wahr? Tja, den Grund, den kenne ich. Weil ich hatte die ganze Zeit dieses, das blaue Dings da. Weil es endlich... Ich will mich ja nicht beklagen. Doch euer durchtriebener Freund da drüben scheint zu denken, er könne meine Gunst erlangen. Lyndon, ignoriert ihn. Aber sagt doch bitte eurem anderen Begleiter, dem werten Herrn in Rüstung, dass er mir viel besser gefällt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr in ein weit entferntes Land reist. Ihr werdet mir doch von euren Entdeckungen berichten, nicht wahr? Also schon irgendwie witzig, wie, Lyndon irgendwie immer alle angabbelt, also anbaggert, und sie aber keine ihn will, aber den Templer. Na gut. Haben wir das. Gehen wir zurück. Solange wir keine gute Waffe haben, nehmen wir einfach das Schild. Also zweite gute Waffe. Müssen wir halt ein bisschen länger drauf rumkloppen. Weil ich hätte ja jetzt mir eine schmieden lassen können.
Egal. Jetzt gehe ich nicht normal zurück. So, einmal im Kreis. Also zumindest nicht dafür mal eben. Ah, da. Ist wieder ein... Mein Vater stört es nicht, ständig den gleichen Kampf gegen die gleichen Feinde auszufechten, während alles zu Asche zerfällt. Mögen seine Siege auch einen Tag Bestand haben. Ein Jahr, vielleicht gar ein Jahrhundert. Der Krieg wird niemals enden, solange er und seine Brüder uns anführen. Ein Ende ist möglich, aber Narren wie mein Vater sind nicht in der Lage, es zu sehen. Frage ich mich gerade, wer ist denn ihr Vater? Aber das die, die er mit Sanktuarium gegründet hat. Hey! Bist du her hier? Also die Frau von dem Engel quasi. Wodurch die Menschheit ja wohl erst entstanden ist, ne? Das hatten wir ja schon in einem oder anderen Bücher. Festung der Basisebene 2. Hätte ich eigentlich gedacht, findet das Seelengefängnis auf der zweiten Ebene. Okay. Hätte eigentlich schon gedacht, dass wir auf verschiedenen Ebenen verschiedene Dings finden. Weil das sieht mir doch aus, als wenn das Gefängnis wäre da in der Mitte. Keine Gegner. Da ist was. Ja. Zack, erledigt. Bäm. Ich fühle eure Willensstärke vereint mit der meinen. Wir haben euch ermöglicht, den Schleier des Todes zu durchdringen. Alles andere liegt nun an euch. Yes, das war's schon. Erfüllt unsere Mission, so wie ihr es immer getan habt, mein Sohn. Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen was mehr. Es gibt da eine Frage zur Natur der Götter, die ich euch stellen möchte. Würdet ihr sie mir gewähren? Fragt, mein Sohn. Sind die Engel Götter? Ist Maltael der Gott des Todes? Sie sind es. Und sie sind es nicht. Die Götter sind überall. In den Flüssen, in den Bergen, im Feuer. Und dann ist da der eine. Der eine? Der eine was? Wenn Patriarchen sterben, wird ihr Geist zur Wiedergeburt freigesetzt. Maltael hat den natürlichen Zyklus der Reinkarnation durchbrochen. Was wird mit euch geschehen, sobald dies vorüber ist? Solltet ihr Erfolg haben, werden unsere Geister entschwinden und der Zyklus wird sich fortsetzen. So wie es immer war. Wir kehren als Wiedergeborene zurück. Und meine neue Gestalt könnte ruhig ein wenig attraktiver sein. Ja, wenn du keine anderen Probleme hast. Ja, jetzt müssen wir schon zum Malte. Ich hätte schon gedacht, das wäre ein bisschen aufwendiger hier. Ja, bisschen Gold. Weg da von diesem Dingens. Boom. Ah, wollte schon sagen, kommen ja auch noch anständige Gegner. Zack, 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 zack. Da ist wieder ein Buch. Ich vernahm einen Klang, doch war er mir fremd. Ich suchte Weisheit im Kelch, doch vergebens. Die Klänge riefen nach mir und ich erkannte sie. Menschliche Seelen. Doch woher? Das ist noch was? Noch ein paar Bücher hier. Während des dritten Ansturms wurde ich niedergeschlagen.
Als ich mein Bewusstsein wieder erlangte, fand ich mich im Tempel wieder.